Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Part von Last Epoch. Jo, wir sehen hier fast Schamane. Jetzt müssen wir noch kurz einen Gegner töten, einen Boss. Und dann noch diese Challenge machen mit den verschiedenen Kopien. Und dann sind wir schon Schamane. Haben dann weniger Mana-Kosten, ja, Item-Limit und noch etwas. Regeneration oder so. Auf jeden Fall werden wir als Schamane dann weniger Probleme haben. Den Blitz, also Tante-Totem haben wir dann noch. Nice. Jo, im letzten Part haben wir es ein bisschen schwer gehabt am Anfang. Ein bisschen wenig Defensive gehabt. Aber wir sind nicht gestorben, zum Glück. Und jetzt sind wir eigentlich viel stärker und sehr geworden. Dann auch durch die zwei Raben. Die einmal auch wieder heilen. Genau. Wieder haben wir dann Level Up. Da muss ich jetzt auch Elias. Ah nein, dass ich geheilt werden. Okay, ich werde gar noch nicht geheilt. Jetzt werden wir geheilt. Sehr gut. Schön. Sehr richtig geil. Dieser Squish, also so smooth der Build ist. Geht also die Gegner gar nicht mal so viel Leben haben. Optisch, oder? Weil wir einfach Burst-Schaden machen. Ist ein richtig toller Build. Macht richtig Spaß. Ich meine ja, Totem-Builds waren immer so ein bisschen lame. Sind langsam, ein bisschen schwach. Der ist jetzt ziemlich stark schon. Wir haben auch gute Bleed-Shots natürlich, also. Sonst sind natürlich schon da so auf die Unix zu legen, den Mehrwert, damit wir wieder stärker sind. Die Unix, also der Stab, der ist dann natürlich mega stark. Und für Totems. Wunderbar, wunderbar. Ja, heute gibt es wieder sehr viel Livestreaming. Ich will ja den Server ein bisschen promoten. Ein bisschen zeigen alles. Wir haben sehr viel vor, also sehr viel Spaß. Und ja, es kommen recht viele Leute. Und der Claudi, der war auch sehr, sehr professionell. Also er hat sehr viel eingestellt am Server, damit der besser läuft, optisch auch besser ist und so. Begrüßung und alles ist da. Wunderbar. Wirklich toll. In die Rollenspielwelt und so da ist, oder da bin ich auch da, sind für mehr Rollenspiel. Kann ich sicher auch noch in so ein Let's Roleplay machen. Aber ja, eigentlich ist jetzt das hier das Rollenspiel, das ich jetzt momentan jetzt playe. Also, ich habe noch vor, Transportfilm mal zu bringen bald, aber jetzt noch nicht, natürlich. Jetzt habe ich noch zu wenig Zeit. Wenn wir da mal schauen können, also, ist momentan nur dieses Let's Play eigentlich, weil ich sonst einfach zu überlastet bin mit den Upload-Zeiten, die sehr, sehr hoch sind mit dieser Qualität. Spam nicht so viele Zauber. Kleiner Bösewicht. Wie? Schön weggeschoben. Ja. Jetzt haben wir wieder zu wenig Mana. Was ist denn eigentlich das für ein Skill? Das sieht richtig geil aus. Der wurde schon gestunt. Geiler Bosskampf. Also, jetzt mit diesem Bild. Weil wir bekommen gar keinen Schaden. Nur die Minions haben Schaden gemacht. Er selber hat keinen Schaden gemacht. Wie cool, wie süß. Eigentlich ziemlich gutes Schild. Wenig Blockchance auf
normal, also ohne die Bonis unten, jetzt nur 17% Blockchance. Aber dennoch ziemlich gutes Wert. Schön. So, the end of the world. Das Ende der Welt. Was ist passiert? Schwarzes Loch hat alles eingesaugt. Ja, beinahe alles, aber man sieht, es ist nicht mehr viel von der Erde übrig. Ja. Na, das ist so, wenn ihr immer wieder die Umwelt verschmutzt. Aha. Liebe Leute, seid gut zur Natur. So. Durchrennen. Immer wieder hüpfen. Glaube, je nach Charakter sehen die anders aus. Also, tut man irgendwie anders laufen? Naja, ich denke schon. Hat sich ja halt auch immer wieder verändert, denke ich mal. Also, Totem beschützt mich. Von meinem Spiegelbild. So, Beastmaster, nope. Schaman, yes. Lead, nope. Gut. Schaman. Arken. Habt ihr gewusst, dass diese Teile, diese drei, genauso wie bei Diablo 2 die Skillbäume sind? Schamane ist ja der Wind- und Feuer-Druide, der Elementar-Druide. Beastmaster ist der Baum mit den Summons und Druide ist der mit den Ringverwandlung. Und ja, echt ziemlich nice. Aber jetzt zum Beispiel Sorg, nein, das ist ja Elementar da gewesen. Ja, eigentlich ist das nur das Ding. Nice. Ja, eigentlich der Akolyt könnte auch noch gleich sein, wenn jetzt der dritte dann freigeschalten wird. Also 8-8. Okay, 8-8. Dann machen wir zuerst den hier. Ja, wir brauchen Mana-Regen. Penetration ist halt auch sehr gut. Ich glaube, ich mache mal 2 Punkte je rein. Dann hier weiter. Sehr gut. So, jetzt müssen wir natürlich hier noch austauschen. Ich setze den Souls nicht ein, sonst gehe ich einfach später wieder neu. Und jetzt dann Totem. Hier müssen wir hier rüber. Mal slowen. Dann müssen wir hier hoch auch. Genau fürs Mana, aber das müssen wir jetzt noch nicht scannen. Wir machen den Cast Speed und Aria höher. Genau. Jetzt müssen wir nicht scannen. Ich glaube hier noch Movement Speed, genau. Ah, das wird da. Mit erhöhtem Skill Level. Möglich sein. Wunderbar. Jetzt mal schauen. Also, ich denke, die Mana-Regeneration wird jetzt genügend sein, um mehr Totems zu platzieren. Jetzt Dorn-Totem setze ich dann eigentlich immer wieder ein. Nach den Dorn-Totems. So. Dann machen wir jetzt gleich mal noch die anderen Quests. Kann nicht mehr jetzt kaputt machen, also mit dem. So. Aber ist nicht so schlimm, also das ist ein Weg.
Quest ist am einfachsten, einfach kurz anreden. So, so sagen, ja, ich möchte gerne craften. Und tschüss. Also. Wir brauchen Escape-Punkte. Vielleicht. Jetzt müssen wir genau noch in diese Zone dort, um Ding zu machen. College Quest. College Quest. Sind verkrampft irgendwie. Ja. Das Fenster kaputt gemacht. Ja, toll. Ich schieb's dann wieder nach oben. So. Sollte eigentlich immer noch gut sein. Okay. Ja, die Fenstermodus sind immer so schlecht in den Spielen. Wieso machen die Entwickler keine besseren Fenstermodis? Vor allem auch ohne Rahmen. Borderless, nö, in diesem Spiel, nö, nö. Kein Bock. Hui. Schön durchwaschen. Die höre ich gar nicht. Zu schwach oder zu schwach. Der Golem, der muss gar nicht mal einfach nehmen. Er hat's nicht verdient. Aber der hat es verdient zu sterben. Er macht nämlich auch Schaden mit seinen Sachen, die er fallen lässt. So. Ja, der tot, der muss sterben. Damage over time, das ist eigentlich. Damit spinnen. So wenig Damage over time, nur 7%, okay. Diese Spinnen, wer hat die erfunden? Sie spawnen zu langsam und dann explodieren sie zu langsam, also man kann sie mehr ausweichen. Das sind völlig sinnlose Gegner. Machen ja gar keinen Damage. Vielleicht wenn sie spät einen hohen Time Rift oder so werden sie nerven, aber. Also, sie nerven eher, weil sie so langsam sind. 16 Mana regeneriert. Okay. Nice. Komische Drops. Ach, keine Rogue. Dolche. Rogue, Rogue One. Oh, morgen kommt die nächste Folge von Boba Fett. Zweite. Nehmen wir. Mehr defensive Idole mal ein bisschen bunkern. Ja. Also ich fand die erste Folge gar nicht so schlimm, wie so die Leute, die Fans manchmal sagen. Sie war einfach halt einfach zu zeigen, was er so macht. Und für viele Fans, die es schon wissen, ja, es ist natürlich klar ein bisschen langweilig. Ich fand es richtig amüsierend. Aber ich bin halt nicht so der Star Wars-Fan, so wirklich. Ich schaue einfach alle Star Wars-Filme und Serien.
Deshalb schaue ich jetzt auch nicht, ob jetzt wirklich alles super ist. So, Stormtoten. Hier platzieren. Die sieht es halt eben noch gleich aus. Könnte auch mal ein bisschen überarbeitet werden. Ja, manchmal macht es ein Auge nicht so gut, so helle Lichtblitz zu finden, zu sehen. Sollte viel weniger grell sein. Aber ja, man gewöhnt sich da. Also dieses, ja, Blumenzeugs da, ADR und so, das ist völlig nicht nötig. Finde ich das gut? Also braucht ihr das unbedingt? Eigentlich tut es den Augen wirklich nicht gut. Je sensibler eure Augen, desto weniger gut macht's. Meine Augen sind natürlich schon relativ sensibel. So. Diese Auswahl ist ja auch nicht gerade so gut. Manchmal verkriegt man sich. Aber ich glaube, man muss gar nicht alles lesen. So, ja eben. Hier alles reinstecken. Ich glaube, der hat ja früher zwei gegeben, jetzt gibt er nur noch eins, kann das sein? Ich habe jetzt nur einen bekommen und der will noch einmal einen. Ja, ich glaube schon, dass der weggenommen wurde. Dafür eben den Akt mehr. So, ja. Prima, dann können wir schon mal wieder weiter mit den Akten machen. Alle Quests habe ich jetzt gemacht. Nach unten. Ja, nice. Also, den Stormtoten brauche ich eigentlich auch fast nie. Er tut halt die Gegner slow und das ist schon nett. Aber Schaden macht er natürlich auch nicht. Beziehungsweise will er nie machen. So, genau. Fast Speed. Soll ich den jetzt am Anfang? Eigentlich schon. Am Anfang einsetzen, damit die Gegner schon geslowt sind. Also Schaden macht er. Ja. Ich habe es einfach so im Kopf, dass er nicht immer so viel Schaden gemacht hat, wenn man ihn auf ihn gespielt hat. Direkt auf Schaden und alles. Hat ihm dann Schaden gefehlt, aber scheinbar wurde das auch ein bisschen gefixt durch den letzten Patch. Einfach viel stärker gemacht. Viel stärker. Da braucht es etwas so richtig mächtiger. Ja. Die Speed ist geil. Schauen wir mal bei diesem Skelett, dass er sich mega gut schützt. Aus der Entfernung. Das kommt ja gleich. Moment, diese Zone ist gleich vorüber. So verdammt gewesen. Also jetzt bin ich positiv überrascht. Also Akt 3, 4 war eigentlich der Beat schon sehr schwer. Sehr schwer. Er wurde halt einfach kompliziert kurz. Bisschen, ja, squishy. Auch schwer war es natürlich nie. Ja, ein bisschen langsamer. Gegner steigern dort halt schon so extremst
ihre Resistenzen. Und dadurch hat man halt natürlich immer wieder das Problem, dass man einfach auch mehr kassiert. Gegner machen auch mehr Schaden. Ja, das ist immer so ein Knackpunkt der Kampagne, wo man so denkt, ja, muss man jetzt unbedingt da durch. Ich meine, einfach diese Clerics und diesen dicken Void-Gegner sind halt wirklich nervensägend. Gut waren diese Nekroti-Gegner jetzt in diesem Akt auch, aber viel weniger schlimm. So. Nice. Ich werde aber langsam wieder müde. Ich werde ein Part aber doch 50 Minuten machen. Wieder das Spiel tut mir auch ein bisschen jetzt momentan. Ja, so anfordern. Dass hier auch wieder so grell ist. Wo, wie schnell der Gegner besiegt wurde. Geil. So, wunderbar. Ward bekommen wir jetzt auch über. Und hier. Brauchen wir hier. Nein, mit Textspeed brauchen wir nicht, ja. Das gehen wir natürlich aus. Wegen meiner Regeneration. Ey, das ist ja geil, wie viel Mana Regeneration wir dann haben. Es gibt ja nochmals einen Note. Die Items haben ja auch Mana Regeneration dann. Vor allem eben die Rüstung. Die Rüstung wird ja mega viel Mana Regeneration haben, so mit 280 Lightning Resistance. Schon geil, also so ein Bild auch möglich ist, da in einem Bild oder was alles möglich ist. Scheiß. Ja, die Assassinen sind ein bisschen nervig. Geht mit Totems, aber gut. Aber einfach noch was. Totems platzieren dort. Herr Lich, aufmachen. Open the door, open the door. Hands up, hands over there. Sie aber nicht genügend. Und welchen? Haben wir jetzt neue Items, die wir equippen können? Ich denke schon. Ich weiß ja jetzt nicht, ob ich jetzt wirklich die Bleed-Rüstung. Das ist Adoration. Ich werde jetzt mal die andere Rüstung tragen, denke ich. Wir probieren es jetzt einfach mal aus mit der Rüstung. Nehmen aber die Rüstung natürlich noch ein bisschen mit. Zum schnell entequippen. Weiterequippen. So, dann bräuchte ich vielleicht noch. Wir haben so wenig Sachen zum Ausrüsten. Der Gürtel vielleicht? 24 Feuerresistenz ist er da nicht. Nee. Okay. Wir brauchen einfach die Idole, also eventuell haben wir dann einfach zu wenig Bleed, dann machen wir weniger Damage. Ist ja klar. Ich denke, das geht noch in Ordnung, so. Also wenn wir jetzt signifikant weniger Schaden machen, dann ist klar, damit wir die Rüstung halt tragen. Na, wie geht's euch so?
ist ja nichts halt schaden zu lassen. Ein bisschen schauen, aber gehalten hat, weiß das nicht so wie aus. Geht, denke ich mal, in Ordnung. Hat so ein bisschen mehr Defensive auch. Blitzrisiko. Jetzt haben wir keine Blitzgegner. Es geht völlig in Ordnung in diesem Gebiet. Es ist halt low-leveliger. Ich denke, das können wir jetzt momentan gut kompensieren. Schon wieder das blöde Bällchen. Auch kein Necro-Bällchen. Z-Bällchen. Na, die haben wir geöffnet. So, College. Kaputt. Kaputtes College. Betreten. Diese Ladebildschirm-Statuen. Weil wir die auch in einer Stadt haben oder im Haus. Ist ja nicht richtig creepy. Ja, hallo. Da hat man überlebt. So. Wir müssen mit dem Skelett knutschen, damit wir das Crest bekommen. Da oben. So. Ja, es sind schon sehr creepy, oder? Der muss schon krank gewesen sein. Der das gebracht hat. Anfänger, zwei Handhammer, cool. Also die Drops sind manchmal schon so ein bisschen zu unterlevelig. Meine jetzt den Hammer in Akt 4 oder 5, na Akt 4 glaube ich, zu bekommen für Level 1. Ja, viel zu nervig gemacht von den Entwicklern. Also wenn wir das dann haben in dem Legendary Potenzial, dass wir das einlösen können, dann möchte ich dann nicht Tausende haben, die auf Level 4 sind, wo Level 1 sind, also 4 Potenzial haben. Da möchte ich auch einen haben auf 2 oder 3, der ungefähr gleichlevelig ist. Aber gut, das ist eben dieses doofe Grinding, das die Entwickler einfach extra machen. Naja. Grinding ist doof, liebe Leute. Grinding ist doof. Nieder mit dem Grinding. Ach ja. Wie schnell die manchmal sterben. Wenn sie einfach aufladen oder so. Also. Das hat vor allem der Blitztod, und dass er viel mehr Schaden macht jetzt. Wenn man mega schnelle Angriffsgeschwindigkeit hat. Die 3-4 Notes. Ja. Natürlich schon. Sehr smooth momentan. Sehr smooth. Hallo, Grüße. Habe ich auch noch ein bisschen Schaden bekommen? Wie auch. Schön. Mir gefällt der tote Mensch schon. Richtig geil. Hallo, alle rein. Ich so. Na, ich gehe rein und das Spiel so, nope, tot. Nope, tot. So, Poison on Hit brauche ich nicht. Schade, die Toten sind nie gut in den Schreinen. Also wenn es so Schreine gibt, die Idole, nicht Totems, Idole droppen,
Die wohnen ja meistens da richtig in den Müll. Bis man ein bisschen höher levelig ist und dann irgendwann hat man dann auch wieder nur Müll, weil ja, die Totems sind zu wenig, die Idole zu wenig hochlevelig sind und so. Ja, ist ein Crap. Ist ein richtiger Crap, Ding. Schrein. So. Also, jetzt brauchen wir das hier. Und hier natürlich auch 5 Punkte rein. 8 Punkte rein, stimmt. Was ist denn als nächstes wichtig? Totem Speed. Also das nächste rechts davon. Das hier ist dann sehr wichtig. Genau. Wunderbärchen. So. Ich könnte jetzt wirklich ein Part ein bisschen weniger lange machen. Wir machen jetzt einfach noch den Ding. Das Portal. Das nächste Part auch noch ein bisschen länger. Ja, ich kann euch kurz noch etwas zeigen. Die Entwickler hatten sehr, sehr lange hier ein paar Mesh-Bugs, also dass man nicht weiter laufen konnte. Sie haben irgendwelche Mauern und so entfernt und haben vergessen, die Meshes wegzumachen. Die Texturen haben sie weggemacht. Die Meshes sind ja die Kollision. Und dadurch hat man überall Kollisionen gehabt. Und das war jetzt hier oben. Da war ja der alte Wegpunkt hier unten. Kann ich auch kurz noch zeigen. Ist er noch hier der Wegpunkt? Nein. Die Anzeige für den Wegpunkt ist gar nicht mehr hier. So, hier ist aber auch nichts mehr. Okay. Der Wegpunkt war hier. Und man wollte ja, also man muss ja fürs College auch immer hier durch. Genau, an dieser Stelle ist man immer hängen geblieben. Hier irgendwo Mauern gezogen wurden, ist man immer hängen geblieben. Einfach mal die älteren Parts schauen. Ich habe es öfters erlebt, dass ich hängen geblieben bin und so. Und habe es auch irgendwo ins offizielle Forum geschrieben, dass dieser Bug da ist. Und der wurde relativ schnell dann gefixt. Durch meine Hilfe natürlich. Also so Gebietsbugs habe ich gerne manchmal auch gesendet. Ich kenne mich natürlich mit Meshes und alles mögliche aus. Also. Komische Bands eben, also mir gefallen die Wands. Eigentlich nicht mehr so diese Lachen, Holzwunds. Komisches Bild. Auch diese Kristallwaffen dann später. Ich weiß ja nicht. Sieht einfach irgendwie nicht so gut aus. Kristallwaffen sind eigentlich ja cool. Diamanten und so Eiswaffen. Sie sehen einfach nicht gut aus vom Artstyle her. Naja. Dafür sehen manche Waffen wirklich auch super aus. Zum Beispiel Eofren. So, wieder nach zu Gegner spammen. Nein, ich muss leider wegen gesundheitlichen Problemen gerade, ich habe ein bisschen Überzucker. Einfach
den Part ein bisschen weniger lange machen. Wir kommen ja also sehr schnell vorwärts und ja, so kann ich natürlich auch mehr Parts bringen. Ist weniger lange unnötig hochladen. Einfach bis zum nächsten Wegpunkt am besten. Ist nämlich komisch momentan wegen der Entzündung, wie das manchmal steigt, oder ohne dass ich etwas esse. Ganz komisch. Da ist der Wegpunkt komplett nicht so schnell, aber gut. Ist nicht so schlimm. Ist noch nicht hoch. Also zu hoch ist es natürlich noch nicht. Ja. Aber gut, jetzt kann ich bald wieder Sport machen. Die Entzündungen sind nicht mehr so schlimm. Ja, nach einiger Zeit spielen oder so ist das scharfe Entzündungs ja. Also wie man sagt, einfach Entzündungsschmerz natürlich ein bisschen höher. Ja. Anstrengen. Da wäre eine Stirnhöhlenentzündung, das geht aufs Gehirn. Dieser Brennschaden, ja. Burning Damage oder Ignite Damage. So. Und ja, das kommt ja alles von der chronischen Magen-Darm-Entzündung, wenn die zu viel überschwappt, zu stark wird. Mich automatisch irgendwelche Entzündungen. Das ist natürlich nicht gerade so ungefährlich. Und dann steigt der Blutzucker. So, wir machen im nächsten Part dann hier das Portal und laufen weiter. Jetzt kriegen wir natürlich nochmals auf Damage, brauchen wir. Und ja, ich tue mal die Items hier aussortieren. Die Armor brauchen wir nicht mehr. Gut, dann tschüss und viel Spaß noch mit anderen Sachen, oder? Ja. Im Schlafen. Tschüss.